Und wir haben die Schmürgelklinge. Die habe ich geschmörgelt. Wir dürften theoretisch eigentlich überhaupt kein Problem mehr mit irgendeinem Kampf haben. Oh, der Lümmel kommt! So, pass auf, jetzt will ich eine Sache machen, welche interessant werden könnte. Erstmal, den auf die Scheiße haben wir schon öfter gesehen, den kennen wir. Schneller als Licht seiende, sich selbst verdoppelnde. So, und zwar bekommt man hier einen Bonusdialog, wenn man diese Maske aufhat. Trottel. Du wirst ja gleich sehen, wo man den Bonusdialog damit bekommt. Nein, werde ich nicht. Ich werde jetzt gehen. Nein, ich gehe jetzt. Das wirst du mir nicht zeigen. Das will ich. Weißt du, manche Dinge will man gar nicht sehen. Weißt du, manche Dinge will ich auch noch, wenn ich das Spiel eines Tages selber durchspiele, erleben. Das ist jetzt wirklich, das ist der Punkt, an dem du mich zu sehr gespoilert hast. Du kannst das Projekt jetzt alleine beenden. Okay, Leute. Ich habe Johnny verloren. Also greifen wir den jetzt an. Den kennen wir schon. Da habe ich mir ein Schwert gehauen. Mario, Luigi, Mario, Waluigi. Warum fängst du an, einfach solche Charaktere aufzuziehen? Kennst du nicht das 3D-Finale von Ricky? Oder das Reaction-Video von Wollo dazu? Und zwar, da gab es folgende Situation. Doch, kenne ich, aber das weiß ich nicht mehr. Ja, da war die eine Stelle. Ricky hat halt irgendwie gespielt und dann er hat er halt die ganze Zeit verkackt. ich fand das so scheiße. Also, ich habe die Reaction von Wollo gesehen. Er hat da so ein Video zugemacht. Und dann an einer Stelle, er ist halt gestorben und immer an der gleichen Stelle. Und dann auf einmal hat er angefangen: Mario, Luigi, Wario, war Luigi. Er hat sie einfach aufgezählt. Ich wollte mich halt wirklich jetzt mindestens 5 Minuten ruhig verhalten. Aber das fand ich einfach zu lustig, dass du einfach angefangen hast. Schau dir den Level an. Alter, ist das ein Russe? Ja, und schau dir da oben. Siehst du den da oben, Alter, wie er tanzt? Der ist Swiftie, mein Freund. Alter, schau dir den an. Wow, das sind halt wirklich Stereotypen, oder? Ist das nicht so spanisch? Ich denke, es sind verschiedene Russen, Tänze. Das sind Spanier und ja, ich weiß nicht, was der da ist. Ich glaube, das ist einfach der, das ist der klassische moderne Tänzer, ja, der nicht ganz weiß, was er macht. Und das erkennt man seiner Beinarbeit. Er ist eine Legende. Hey, Ladies. Okay, ich gehe da wieder zurück an die Bar. Ich finde die Beinarbeit halt echt nicht schlecht. Das musst du erstmal hinkriegen. Das stimmt. Auf den Hacken so herum zu glitschen. Aber mit Glitschen kennst du dich ja aus. Befreiung oder so spielen. Was ist denn jetzt mit dem Extra-Dialog? Achso, ja, der war noch nicht hier. Hier waren einfach nur ein paar Redeads. Kannst mich mal. Nein. Erst versprechen und dann nicht abliefern, so haben wir es gern. Hier können wir jetzt halt theoretisch rein. Ich glaube, das bringt uns aber einfach nur zurück. Wenn du in das Loch da... Wow, das sieht irgendwie cool aus. Oh nein! Ich erinnere mich, was man hier machen muss. Oh nein, sagt nicht, es war... Irgendwie sieht das cool aus. Ja, das hat sogar gereicht. Das ist Druck. Oh, hat es nicht. Hast du nicht eine Bombe mit etwas mehr Wumms? Wow, hier muss man ernsthaft diese Riesenbombe hintun. Oder ein Pulverfass. Naja, Riesenbombe, an die können wir nicht kommen. Also muss man das jetzt machen? Ganz sind wir hier jetzt sozusagen falsch? Nein, wir holen uns das jetzt einfach ab. Das kann ich in der Stadt kaufen. Oh, wir haben ja auch hier eine Menge Rubine gefunden. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch kurz was schauen. Was schauen Sie denn? Ja, ziemlich gut, wenn es einfach irgendein Intro von irgendeinem Opening von irgendeiner Serie losgehen würde. Ich schaue mir jetzt eine Folge an. Nein, und zwar, es gibt... Ich will nur eben was schauen. Die Simpsons. Wieso haben wir beide das Simpsons-Intro genommen? Das ist eine gute Show. Und ist eine Show, die sich, die durchaus öfter mal in Majora's Mask erwähnt wird. Und man kann sie direkt an der ersten Zeile unverkennbar erkennen. Mhm. Brauchst nicht die Bombe? Ha. Doch, die brauche ich, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es im Spiel eine Redead-Maske gibt. Ha. Aber scheinbar gibt's die nicht. Kannst du mit der Gipto-Maske mit denen reden? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was du glaubst. Gl-
glauben, es nicht wissen. Probier's doch mal aus. Probieren geht über Studieren. Ja. Jetzt überdenk mal deine Lebensentscheidungen. Vielleicht hättest du einfach mal was probieren sollen. Das war nicht unbedingt eine Entscheidung. Das war sowas wie der nächste logische Schritt. Naja, ich wollte halt auch wirklich nicht arbeiten gehen. Ja. Man kennt das. Ja, doch, eigentlich schon, aber... Aber? Ich will schon eine Arbeit, wo man dann auch was verdient. Ja. Und es hat mal geheißen, wenn man studiert, kriegt man das. Es kommt vielleicht nicht mehr ganz hin, aber... Doch, nur... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nur studiert inzwischen so ziemlich jeder, also... Ja, das ist das Problem. Sind die Vorzüge, es gibt eher, ich würde eher sagen, es gibt gewaltige Nachteile für alle, die nicht studieren. Ja, es geht halt. Das heißt halt gewaltig, immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Alter, war halt auch mal so viel normaler, kein Abitur zu haben. Ja. Alle möglichen Eltern dieser Generation, die alle im Gymnasium sind, alle möglichen Eltern haben selber kein Abitur. War einfach mal nicht so der Durchschnitt. Ich meine, das ist klar, dass das System hat sich auch entwickelt. Ist aber eine Sache, die auch durchaus für ein, soweit in der Hinsicht, ein Stück weit funktionierendes Bildungssystem spricht. Aber nur ein Stück weit. Ja, ja so, deswegen war es mir wichtig, das so zu erwähnen. Es gibt so viel, was einfach komplett falsch läuft in diesem Bildungssystem. Ja, aber es ist ein Stück weit, hat es Fortschritte erzielt. Ja. Was denke ich, der größte Fortschritt ist der, dass du nicht, dass du keinen Kredit von, keine Ahnung, im sechsstelligen Bereich aufnehmen musst, um zu studieren. Ja, das ist schon mal ich ganz denke, nett. Ich denke, das ist ein großer Vorteil. Das stimmt. Dass man sich nicht sein Leben lang verschuldet, nur weil man aufs College geht, ist eine nette Sache. So, wir können jetzt übrigens das hier machen. Das ist eine Sache, die wir gar nicht gezeigt haben. Das war nämlich da in dem, als wir mal hier durchgelaufen sind und dann nirgendwo hinkamen. Wir können halt den Block jetzt verschwinden lassen. Habe ich den Block schon mal in meinem Leben gesehen? Ja, wir waren ja einmal. Schon mal. Spielt keine Rolle, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Shortcut hier rüber, direkt vom Ikana. Ach so, okay. Ah, okay. Ja, das heißt, die Türen werden sich wirklich nie öffnen. So gab's ja nicht. Irgendwie kann man auch dafür sorgen, dass die tanzen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Oh, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Hat das was mit der Riesenbombe zu tun? Ja. Die ist zufälligerweise genau über dem Raum, in dem wir gerade waren. Also da wird's. Nein, die Bombe ist in deiner Tasche. Ich habe in meiner Tasche noch was ganz anderes. Wow, sicker Sidejump. Danke. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, der war ziemlich gut. Das war halt echt nice. Warum bist du so verdammt nice heute? Ich weiß auch nicht. Erinnerst du dich noch, als ich darüber gesagt habe, dass Professionalität schlecht ist? Das war die beste, das war der, weißt du was, das war einer der besten Speedrun-Saves in der Geschichte, würde ich sagen. Jetzt bist du wieder nicht so nice, das war ekliges Eigenlob. Weißt du, was noch ekliger als Eigenlob ist? Pulverfässer. Sardellen! Warum kann man nicht, oh. Es ist wirklich ein Pulverfass, habe ich nicht gesagt. Dem Limmel habe ich auf die Schnauze gehauen. Jetzt kommt die Familie der Raben nicht so schnell wieder. Oh Mann, ich habe wirklich kassiert. Oh shit, dann komm ich nicht alleine wieder. Ich hol meine Jungs. Nein, ich möchte nicht. Oh shit. Hat einfach eine Faust gezogen. So, wir setzen wieder die Maske auf. Das war nicht mal ein Schwert, es war einfach nur... So, und jetzt schau sie dir an. Hier kann man am schnellsten Geld grinden, indem man einfach... Wow. Man kann hier mal reingehen und dann kann man einfach hin und her laufen. Wow, sie sind einfach tot. Sie waren schon immer tot, sie heißen Redeads. Ich meine, wenn du Redead heißt, dann in Sachen Überleben hast du jetzt nicht die größten Chancen. Schau sie dir an. Das ist ziemlich cool. Und das ist eine Sache, die ich dir zeigen wollte. Es demonstriert das Konzept der Winkelgeschwindigkeit, wenn man wenn man die Gegenstände wieder an sich ranzieht, also wenn man die Arme wieder zum Körper nimmt, dass man sich dann schneller dreht. Sind auf jeden Fall ziemlich gut darin. So, und hier war die Sache, wo ich dachte, dass es eine Redead-Maske gibt, weil ich dachte, man kann sie nur dann tanzen sehen, wenn man eine Redead-Maske aufhat, aber nee. Sind einfach komplett friedlich. Naja, zumindest wenn sie ein bisschen Tageslicht abbekommen. Aber nicht zu viel. Gott, das ist so unfair.
Hey Jungs, ich laufe hier nur mal durch. Oh, oh, ja, oh Gott, oh Gott, I, I. Entschuldigung. Entschuldigung, war nicht so. Ich kann doch nichts machen. Ja, ich habe schon 435 Rubine. Trag das Schild gefälligst in der Hülle. Der Schild. Den Schild. Ja. Schach und matt. Schach und matt. Okay, bist du bereit? Nein, ich bin matt. Lockere deine Stimmbänder, Johnny. Oh Gott. Denn das hier ist ein Raum, in dem absolut nichts schiefgehen wird. Ist ein schöner, großer Raum. Ziemlich leer. Bestimmt kein Bosskampf. Oh, ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich gerade voll an diese E3 oder was weiß ich, wo das war. Diese Wii U-Demo, was die alles kann. Das stimmt. Mit Zelda. Oh, unverschämter Shit. Mein Diener fiel durch das heilige Licht, das dich beschützt. Jedoch. Ach du nun Scheiße. Soll die Dunkelheit, in der meine Diener leben, dahin fließen. Du sollst mit deinen eigenen Augen sehen. Was wahre Dunkelheit bedeutet. Ja, das ist aber ein ziemliches Paradox. Mein Ich hab da so, wir sind ja sowas von bereit dafür. Wer sind denn die eigentlich? Ja, dann verwende die Gardinen zugemacht. Zielerfassung, während du dich verteidigst. Was könnte wohl Licht in die Finsternis bringen? Licht. Mann. Das haben sie in Wind Waker nicht recycelt. Au. Au. Ist ja gut. Lass es. Nein. Hört auf. Stopp. Ist ja gut. Er brennt doch schon lichterloh. Er brennt lichterloh. Das tut doch weh. Ah, das soll sich die Beine. Mario. Ha! Also sehen, wie schnell das war, so schnell, bis der Stick zulässt. Luigi. Oh! Mario. Oh Waluigi. Gott, der Limit springt. Au. Das war ein cooles Standbild. Das ja, gefällt weiß ich mir zu verteidigen. Gerade. Das ist ziemlich cool. Ah, voll in den Rücken, du widerlicher Kleiner. Nicht mein Arsch. Das ist unfair. Okay, so und du? Ich weiß gar nicht, was das Licht hier wirklich... Ja, ach, was warte, soll denn das? Ich vermute, ich weiß, was das Licht bringt. Ich muss ihre Leiche einmal mit Licht anleuchten, damit sie tot bleiben. Ach so, ja. Okay. Ansonsten stehen sie vermutlich immer wieder auf. Ich verstehe nicht ganz, warum sie jetzt aufgehört haben zu kämpfen, ehrlich gesagt. Das macht Sinn. Das ist ein bisschen lame. Ja, da verbrennt der im Licht. Hey, ist ja Licht. Ich glaube, den kleinen Jungen mag ich auf einmal. Kein schlechter Kerl. Er ist ein guter. Er macht das nur für seine Familie. Aua! Ja! Er hat mir den nicht vorhandenen Sehnen durchgeschnitten. Oh shit! Der große Boy! Der hat sogar Klamotten an. Aber pass auf! Oh lol. Oh Keta! Das ist doch Hauptmann Keta! Ich brauch deine Stimme. Oh Keta! Das ist doch Hauptmann Keta! Die ist auch nicht gut. Die war ja gar nicht anders. Ja. Aber ihr seid so! Ich weiß, mir ist nichts eingefallen. Winzig! Uiuiui! Beinahe ließ ich mich durch eine Scharade täuschen! Ja, das ja, ist, weil er ist auch ein Skelettboy und deswegen. Beinahe hast du mich natürlich durch deine Scharade täuschen lassen. Denn die Scharade ist ganz offensichtlich, dass wir so tun, als wären wir ein kleiner Junge, nicht andersrum. Was zum Fick macht der da gerade? Der Lümmel! Wir sind der Hauptmann, der sich als Kleinkind ausgibt, nicht andersrum. Ja. Au! Wow. Was will denn der Kopf von mir? Alter, dieses der unsichtbare Körper ist ziemlich cool. Yeah! Yeah! Spamme einfach, solange bis er stirbt. Ich sehe schon. Ich glaube, es ist eine gute Taktik. Ich habe vorhin übrigens gesagt, es dürfte keinen Kampf mehr geben, in dem wir verkacken, einfach weil wir doppelt so viel Schaden nehmen dürfen, das Schmürgelschwert haben und eine Drehattacke, die sofort aufgeladen ist. Also, mach ich. Ich habe bisher erst 2 und 3/4 Herz verloren. Ja, also mach dich nicht lächerlich, Mogi. 3 und 1/4. Mach dich nicht lächerlich. Aber es gibt ja dieses Bild von mir, von der Abschlussfeier. Ich trug keine Hose. Fröhliche Weihnachten, Morgi. Nein! Oh Gott, Licht!
Wieso haben wir eine Abschlussfeier an Weihnachten gefeiert? Nein! Er war zu weit weg, ich konnte ihn mit meinem Schild nicht erwischen. Warum hast du immer die bekämpfen? Warum hast du immer die Hasenohren auf? Weil ich damit schneller bin. Ja, das war. Ja. Aber ist das so sinnvoll hier? Ja, ich kann schneller laufen. Okay. Oh Gott. Der rennt immer vor mir weg. Okay, jetzt nehme ich relativ viel Schaden gerade. Er ist wie ein Redead. Ist ein heißer Skelettboy. So, jetzt habe ich ihn. Oh. Er brennt fast. Das hat sogar funktioniert, ohne dass du drauf gezielt hast. Wow. Das ist doch der... Sagt das jetzt jemand anders? Das ist doch der Papyrus. Ja, das sind jetzt die zwei Assistenten. Du bist im Weg, geht so weit, ich kann auch noch kriegen. Im Weg! Er hat uns nur besiegt, wenn du so lahm bist. Den gebärt dich die Schuld. Was? Frag jetzt wieder so mal mein genauiges Gesicht zu sagen. Du stirbst! Lahm! Hässlich! Dumm! Hässlich! Skelett. Fußballspieler. Ja. Halt endlich die Klappe! Das ging ihm zu weit. Vor allem, das Klappe halten, das macht bei denen sogar ziemlich viel Sinn. Das stimmt. Man könnte sie einfach greifen und festhalten. Ja. Schau nicht so blöd, eins war ich der beste Kämpfer in ganz Ikana. Oh, wer es glaubt, wird selig. Der beste Kämpfer in ganz Ikana? Du? Ich dachte übrigens aus irgendeinem Grund gerade, dass das wieder der Hauptmann ist. Deswegen habe ich ihn so gesprochen, aber jetzt spreche ich ihn halt einfach anders. Ich meine, das ist doch der Hauptmann, oder? Ich weiß nicht. Zieh deine Waffe! Ich meine, der, von dem wir die Maske haben. Was? Ich sag dir, zieh deine Waffe! Achso, ja, der war der Hauptmann, von dem wir die Waffe hatten, oder von dem wir die Maske hatten. Das sind nur irgendwelche Untergebene quasi. Von deswegen haben sie auch auf die Maske reagiert. Okay. Wie? Humorvoll. Ich hab, wie er lacht. Das ist meine Lache. Das ist er. Hört ihr wohl auf, ihr Narren? Habt ihr denn gar nichts verstanden? Mein Bart ist noch da, obwohl ich tot bin. Oh nein. Das Königreich und wir zerstört und wir, was wir sind. Es ist nicht ein Jammer, dass uns solche Streitigkeiten wie die eure der Grund dafür sind. Das waren einfach alles mal tatsächliche Krieger und der Krieg ging so lange, dass sie immer noch... Ja, sie haben nicht mitbekommen, dass der Krieg zu Ende ist. Ja, es ist alles... Ich mag dieses Spiel wirklich. Ja. Vertrauen in Freunde... Was? Vertrauen in Freunde und der Glaube an das Vergeben von Fehlern. Diese Gefühle sind aus unseren Herzen verschwunden. Es geschah alles, nachdem jemand die Türen zum Felsenturm aufgestoßen hatte. Du, der das Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich bin der König dieses Reiches. Igos, du Ikana. Ein Name, der auf Deutsch nicht so gut funktioniert. Naja. Der Zauber, der uns gefangen hielt, wurde durch das heilige Licht, das dich beschützt, aufgehoben. Doch um auch das Land wieder mit Licht zu überfluten, musst du die Tür des Felsenturms versiegeln. Und jetzt lernen wir was Interessantes, Johnny. Doch der Felsenturm ist eine uneinnehmbare Festung. Hunderte von Soldaten meines Reiches waren nicht in der Lage, ihn zu stürmen. Es ist, das ist eine Sache, die ich tatsächlich glauben würde. Für einen allein ist diese Herausforderung zu waghalsig. Wie mag findest das Wort du? Waghalsig. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Daher. Soll dich ein Soldat begleiten, dessen Brust kein Herz schlägt? Einer, der in der Dunkelheit nichts sagt. Wow. Kennst du die Melodie? Dö, 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 dö. Okay. Das war nur ein Spaß. Eine bekannte Melodie aus ganz Majora's Mask, die Elegie des leeren Herzens. Ich hab da nicht mal wirklich warum. Eine Melodie erkannt. Weißt du warum? Ah, okay. Ach du Scheiße.
Da kommt er her. Oh, wow. Du hast die Energie des Lernherzens erlernt. Dieses mystische Lied erlaubt dir, ein Bild deiner selbst abzustreifen. Spielst du das Lied, nachdem du einen anderen Schalter genommen hast, lässt sich eine von maximal 4 Hüllen zurück. Lässt das ist so... Der Soldat ohne Herz ist ein Abbild seiner selbst, eine Hülle, aus der du schlüpfst, wenn dein Lied es so verlangt, aus hat er gesagt, wie auch immer. Lass das Licht der Gerechtigkeit auf mein Reich leuchten! Es geht, Ben. Hey. Das ist ein... Hey, Link! Das ist halt ein cooles Design. Wollen wir Luigi-Quartett spielen? Das ist ein echt gutes Design. Es ist ziemlich fantastisch. Ich hab Mario Party, Luigi. So, den kleinen Lümmel hat auch keine Hände. So wird die auch die Schuhe. Anderen gleich sehen, wenn wir schon mal dabei sind. Er hat einfach solche kleinen Gummistiefel. Willst du auch gleich mal die anderen Lümmel sehen? Man kann von jedem ein Abbild machen. Ja, das macht die Rätsel auch ein Stück weit komplizierter, wie du wow, denken kannst. Wow, aber wie cool. Ja. Ich will das sowas von sehen. Das dachte Alter. Ich mir auch. Aber die sind natürlich ja nicht ganz so cool wie der Link. Aber ich mag den Damani tatsächlich. Von der Elegie des leeren Herzens. Beim Deko weiß ich gar nicht, wie er aussieht. Oh, das sind, glaube ich, die Originale, die man sieht, oder? Das müsste der echte Deko tatsächlich sein, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich meine, er sieht nicht aus wie wir zwangsweise allzu sehr. Also schon ein bisschen. Ja, schon ziemlich. Ich glaube, das mit der Elegie des leeren Herzens, was man da ruft, sind dann die wahren Gestalten, was das ja, quasi also, waren. Das ist der wahre Link. Gleich, daraus kann man bestimmt was machen. Ich wollte gerade sagen, das macht nicht allzu viel Sinn. Mit Link zumindest nicht, weil es von Link auch keine Maske gibt. Aber bei Damani können wir es ja urteilen. Oder bei dem Zora. Mhm. Hey, March. March. Und diese verdammten Bongos. Sie geben einfach kaum einen Ton von sich. Ja, es ist übrigens sehr, sehr nervig, dass man... Melodie. Es ist übrigens sehr nervig, dass man bei den Rätseln dann immer dieses Lied spielen muss hier. Ja, das ist verdammt lang. Ja. Da, das ist doch, Knüpfe. Das ist Damani. Er hat sogar noch die Narbe am Bauch. Ich mag die Pose auch von ihm. Damani, wie er leibt und lebt. March! Ja, schau ihn an, den Lümmel. Und die sind aus Holz, glaube ich, alle gemacht, so ein bisschen. Ja, ja. Sieht zumindest so aus. Ich jetzt halt mich, Damani hat mich gerade auch irgendwie an diese Figuren, die wir in Rayman 3 begutachtet haben, erinnert. Mich erinnert das so an immer an die Trophäen aus Super Smash Bros. Die kamen erst später. Wie auch immer, da erinnert mich das. Ja, Rayman 3 kamen auch erst später. Das stimmt. Wow, das stimmt. In Majora's Mask wurden Rayman 3 Figuren und die Trophäen aus Smash Bros. Erfunden? Oh Gott. Nein. Ja, ich meine. Kann ich mich bitte jetzt mal vor ihn stellen? Ist das Abbild eines Toten. Naja. Er hat sogar seine Gitarre noch bei sich. Wie schön für ihn. Können wir die nicht einfach mitnehmen? Dann haben wir 2 Gitarren. Nein. Und Link, du bleibst da stehen. Du bist keiner der coolen. Sah die nicht ganz anders aus? Was? Die Gitarre? Nee, er hat ja so eine Fischgrätgitarre. Aber wir haben die doch auch jetzt. Zeig mal. Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit. Nur dass okay. Die von ihm diese 2 Bögen oben und unten nicht hat. Ja, du hast recht. Naja, ich find's ist relativ interessant, weil wusste ich noch gar nicht, dass man da tatsächlich dann in den richtigen Deko sieht, wie der aussah. Eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich auch. Ja, aber gut, dann würde ich sagen, Johnny. Wir stehen jetzt kurz vor meiner großen Anstelle im Spiel, nämlich kurz vorm Dungeon. Die gute Gott, Sache ja. Für mich ist, wir müssen erst noch zum Dungeon hochgehen. Ich habe viel von dem vierten Dungeon gehört. Ja, das heißt, der Weg zum Dungeon hin, der wird noch 1-2 Minuten dauern.